Ich begrüße Sie zur zweiten Folge Stippvisite Gesundheit und Leben. Schön, dass Sie auch dieses Mal eingeschaltet haben. Es erwartet Sie heute wieder eine bunte Sendung mit Themen rund um Gesundheit und vielem Wissenswerten zu den Krankenhäusern der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft in Lingen, Leer, Sögel und Papenburg-Aschendorf. Starten werden wir heute mit einem ernsteren Thema. Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Jährlich erkranken rund 62.430 Menschen daran. Doch durch Vorsorge und Früherkennung könnte Darmkrebs in vielen Fällen verhindert oder bei Auftreten im Frühstadium gut behandelt werden. Wie das funktioniert und alles Weitere zum Thema Darmkrebs erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. In Europa gilt er als eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen. Weltweit sind jährlich rund 1 Million Menschen betroffen. Die Rede ist von Darmkrebs. Ein hohes Alter und das Vorkommen von Dickdarmpolypen gelten bislang als die größten Risikofaktoren. Diese Geschwülste in der Darmschleimhaut gelten grundsätzlich als ungefährlich, können aber zu bösartigen Tumoren entarten. Beschwerden äußern sich vor allem darin, dass einmal Blut im Stuhl sein kann. Das andere können chronische Durchfallerkrankungen oder Verstopfungen sein, weshalb Patienten zu Darmspiegelungen kommen. Oder es kann letztendlich auch so sein, dass der Patient chronische Bauchschmerzen hat, wo man nicht ganz genau weiß, wo sie herkommen. Um sämtliche schlimmen Ursachen auszuschließen, würde man dann halt auch eine Darmspiegelung durchführen. Diese einfachen Polypen lassen sich jedoch bei einer Vorsorgekoloskopie entfernen. So wie bei Rainer. Er hatte vor 5 Jahren anhaltende Beschwerden und ließ eine Darmspiegelung vornehmen. Das war für mich zuerst eine Belastung, weil man nicht wusste, ob es gutartig oder bösartig sein kann, was man da findet. Und man hat vorher auch keinen Einblick in diese Thematik. Die Darmspiegelung ist kein großes Problem, da das in Vollnarkose gemacht wird. Also es ist auf jeden Fall wichtig, diese Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen. Denn man kommt nicht dahinter, was im Darm passiert. Und nur diese Untersuchung bringt eigentlich Klarheit und schafft eben dadurch eine Gewissheit, dass man eben keine Probleme in Zukunft bekommt. Neben Menschen ab dem 55. Lebensjahr gibt es noch weitere Risikogruppen. Denn Darmkrebs kann viele Ursachen haben. Wenn es so wäre, dass zum Beispiel Mutter und Vater in jungen Jahren an Darmkrebs erkrankt sind, dann würde man doch auch früher kommen. Man sagt ungefähr 10 Jahre, bevor die Eltern dann erkrankt sind. Wenn die Eltern halt mit 45 an Darmkrebs erkrankt sind, dann würde man den Patienten raten, mit 35 bereits die erste Vorsorgeuntersuchung zu machen. Doch nicht nur Menschen mit einer genetischen Vorbelastung in der Familie können Gefahr laufen, an Darmkrebs zu erkranken. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Menschen mit einer chronischen Darmerkrankung zählen ebenso zu den Risikogruppen wie eine einseitige und kalorienreiche Ernährung. Daher gilt die Vorsorgeuntersuchung als wichtigste Maßnahme, denn gerade im frühen Stadium lässt sich diese bösartige Erkrankung sehr gut behandeln. Das Gute bei der Darmkrebsvorsorge ist es, dass es wirklich eine Vorsorge ist und nicht nur eine Früherkennung. Es gibt auch viele Krebsfrüherkennungsprogramme. Da wird erreicht, dass die entsprechende Krebserkrankung in früheren Stadien erkannt wird und besser therapiert werden kann. Was wir machen können, ist die Vorstufen vom Dickdarmkrebs zu lokalisieren, zu entdecken, darzustellen und abzutragen, sodass das Problem an der Stelle dann nicht mehr gegeben ist, dass an der Stelle dann kein Dickdarmkrebs mehr entstehen kann. Ist es zu einer Darmkrebserkrankung gekommen, wird dessen Behandlung von einem Team aus verschiedenen Ärzten besprochen. Dieses Team, bestehend aus Onkologen, Chirurgen, Gastroenterologen, Strahlentherapeuten, Pathologen und dem niedergelassenen Arzt, trifft sich zu einer sogenannten Tumorkonferenz. Bei dieser Tumorkonferenz wird jeder einzelne Fall vorgestellt und das individuell am besten geeignete therapeutische Vorgehen besprochen und im Anschluss dann dem Patienten empfohlen. In Einzelfällen wird neben einer Operation auch eine zusätzliche Chemotherapie eingesetzt. Dank der immer besseren technischen Möglichkeiten und regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen steigt die Anzahl der Patienten, welche als dauerhaft geheilt gelten. Natürlich empfehlen wir Nachsorgeuntersuchungen. Je nach Tumorstadium sind die unterschiedlich. Aber in jedem Fall muss dann auch weiter eine in regelmäßigen Abständen Darmspiegelung gemacht werden. Wer einmal einen Darmkrebs hatte, hat natürlich auch ein höheres Risiko,
im späteren Leben nochmal einzukriegen. Manche Leute haben ja sogar an zwei Stellen gleichzeitig einen Darmtumor. Doch ganz wichtig ist und bleibt die Vorsorgeuntersuchung, damit aus einem harmlosen Polypen kein bösartiger Krebs entstehen kann. Denn Polypen selbst wachsen nur sehr langsam und ihre Entartung vollzieht sich über mehrere Jahre. Es gibt viel, viel mehr Frühstadien, die man gut behandeln kann und die dann auch mit der Operation alleine geheilt sind. Früher hatten wir sehr, sehr viele Patienten mit Spätstadien, wo natürlich die Aussichten immer noch sehr eingeschränkt sind. Früherkennung heißt wirklich Leben retten, ganz bestimmt. Das sehen wir jeden Tag im OP. Bereits im Oktober 2002 wurde die Vorsorge-Dickdarmspiegelung in den Katalog der zu zahlenden Untersuchungen aufgenommen. Das bedeutet, sie gehört für Menschen ab dem 55. Lebensjahr zu den Regelleistungen ihrer Krankenkasse. Jeder, der an diesem Vorsorgeprogramm teilnehmen möchte, sollte sich an seinen Hausarzt wenden. Und der verweist ihn dann an einen Facharzt, der diese Untersuchung bei ihm vornehmen wird. In einer Langzeitstudie von 2003 bis 2013 konnte übrigens nachgewiesen werden, dass die Fälle von Darmkrebserkrankungen um ein Viertel gesunken sind. Das zeigt, wie wichtig Vorsorge sein kann. Wenn Sie sich näher mit dem Thema befassen und informieren möchten, können Sie dies ganz einfach machen. Denn am 29.03.2017 findet um 18 Uhr im Gemeinschaftsraum des Bonifatius-Hospitals in Lingen eine Vortragsveranstaltung statt. Neben Informationen rund um die Durchführung einer Dickdarmspiegelung stehen Behandlungsmethoden im Fokus der Veranstaltung. Beim Thema Gesundheit spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Dies gilt auch für Krankenhäuser und deren Mahlzeiten. 250 Patienten und 120 Mitarbeiter möchten beispielsweise im Borromäus-Hospital Leer morgens, mittags und abends mit leckerem Essen versorgt werden. Aus 3 Menüvorschlägen kann täglich ausgewählt werden. Wie der Alltag in einer Krankenhausküche aussieht und was die Mitarbeiter dort alles stemmen müssen, wir zeigen es Ihnen. Viel Spaß. Abgestimmt wie ein Uhrwerk arbeitet die Küche des Borromäus Hospitals in Leer. Die Speisen werden nach den Bestellvorgaben der Patienten zusammengestellt und ausgeliefert. Und das geht schneller als beim Pizzalieferanten um die Ecke. Dass wir also innerhalb von 20 Minuten hat der Patient sein Essen von unserer Ausgabe praktisch an seinem Bett. Und das ist über den Hol- und Bringedienst hier im Haus eben mitorganisiert. Die sind mit flinken Beinen hier im ganzen Haus unterwegs. Wer jetzt denkt, die Qualität der Gerichte könne deshalb nicht besonders hoch sein oder dass es sich gar um Fertiggerichte handelt, der irrt. Hier wird noch ganz klassisch und vor allem frisch gekocht. Fertigprodukte finden hier kaum Verwendung, denn die Inhaltsstoffe jedes Gerichtes müssen bekannt sein und kontrolliert werden. Das heißt also, der Gulasch wird noch klassisch angesetzt, im Braten wird hier fertig gekocht, die Soße wird daraus selber hergestellt, ein Pudding wird eben als Dessert selber gekocht oder ein Fruchtjoghurt wird selber angerührt, dass wir also auch selber versuchen, unsere Note reinzubringen, aber eben auch Zucker wegzulassen zum Beispiel. Also nur da können wir Einfluss darauf nehmen. Wenn wir ein Fertigprodukt nehmen, haben wir keinen Einfluss mehr auf dieses Produkt und müssen dann möglicherweise eine Wahl treffen. Ist das Produkt für uns, für unser Haus qualitativ in Ordnung oder ist es geschmacklich in Ordnung? So, und danach würde dann bewertet werden, ob dieses Produkt überhaupt hier zum Einsatz kommt. Jeder Patient kann sich sowohl sein Frühstück und Abendessen individuell zusammenstellen, als auch für die Mittagsmahlzeit zwischen 3 Menüs inklusive einem vegetarischen Gericht frei wählen. Dieses richtet sich nicht nur nach den Wünschen der Patienten, sondern auch nach den Vorgaben der behandelnden Ärzte. Alle OPs sind uns bekannt zum Teil. Also wir kennen weder den Namen noch aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber wir wissen im Grunde anhand der Bestellung auf den Stationen, also von den Stationen, dass der Patient eben eine bestimmte Kost bedarf. Zum Teil eben halt wissen wir auch 1 oder 2 Tage im Voraus, dass der Patient operiert wird und an was. Und danach wird dann die Diät entsprechend im Grunde angepasst. Es gibt Grunddiäten, die wir natürlich anbieten, aber jeder Patient bekommt seine Diät. Nicht nur angepasst und zugeschnitten, sondern auch lecker soll es sein. Denn Essen bedeutet nicht bloß satt werden, sondern vor allem genießen. Bevor es bei uns gleich mit dem Berufsporträt Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen bzw. Pfleger weitergeht, machen wir eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie dran.